könnte man noch sagen? Vielleicht. Einer. Ja. Nein, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier ist. Begrüßen Sie recht herzlich Natasha Bedingfield. Welcome to the show. How are you? I'm good. I heard you singing my song earlier. Yeah, I've been singing your song. Yes, I love it so much. You sing it better than me. Please, I like the He's better than me, isn't he? I love you. Did you write it yourself? I did. I wrote it with some other writers. Okay. It was the kind of way I work. It's like with a band, yeah. And we just kind of write so it. So you did only the words or also the music, everything, the melody? Everything. Completely involved. Everyone just kind of throwing ideas in. Yeah. It's great. You're very successful in England. The album was number one. The single was number one. Everything number one. You have also a very successful... Do I look stupid or something with... Yeah, I didn't even... It's normally I look like that. You want to take that? It's Witwe Bolte. How you wear it. No, I'm this is for me. This is for you. Here, can you try this? Yeah. It's me with black hair. It's a kind of German fairy tale. I spent ages doing my hair, and now I'm gonna have to mess it up. Yeah. Die brauch stundenlang in der Maske. It's your good. Looks good. Looks good. So I dye my hair. No problem. Career change. You can wear everything. Yeah. Yeah, sie kann einfach alles anziehen. Fantastisch. So you are 23 years old. Did you learn something else than singing, or did you ever sing? I mean, you know. Was it your plan to be a singer? Call it singing. You call it whining, isn't it? Yeah, no, I never planned to sing. I just sang and it came out, and that's what, yeah. So when was your first show? My first show was when I was probably about 8. My little brother was born. Ah, okay. And we got the whole family to sit there and we just performed a show for them. Also mit 8 Jahren hat sie angefangen. Sie hat auch einen Bruder, der sehr erfolgreich ist. Ich soll mehr übersetzen, sehe ich da. Ein Bruder, der mehr erfolgreich ist. Und was hat sie noch gesagt? Und freut sich sehr, hier zu sein. Okay. I have to translate. Oder? Yeah, it's a tough job, you know. Talking, translating, everything. So what did you say else? I forgot. I don't know, what did they clap at? So your brother, you talked about your brother. Yeah. You talked about your career. You were 8 years old. 8 Jahre war sie, als sie das erste Mal auf der Bühne gestanden hat. Habe ich schon gesagt? Was gibt's denn da zu lachen? Warum lachst du? Warum lachst du? Ja. Ja, er ist sehr komisch, das ist richtig, aber... Was denn, sprichst du Deutsch? Es ist nur in Deutsch, du bist lustig. Was? In Englisch, ich denke, dass in Englisch du bist nicht lustig. Ja. Vielleicht. Es ist nur Deutsch. Ja. If you went to London with you this hat on, German? They wouldn't laugh. Du sprichst Deutsch? They would run. Ja? Du sprichst Deutsch? Ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Wo hast du es gelernt? Verstehst du mich, wenn ich dich in Deutsch frage? Do I understand your German question? Yes. Yes. Ah, you understand the German question? Ja. Ja. Aber du musst langsam sprechen mit mir, weil es ist da... Yes, I can. This is difficult for me. Wo hast du das gelernt? In Schule und mit meiner Familie. Wir haben viele Freunde aus Deutschland. Ach so, das geht doch. Warum singst du nicht auf Deutsch? Oh, es ist zu schwierig. Warum zu schwierig? Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja.
I've done that. What is, well, what done is, that. How are the words in English? These words, how does it go? Diese Worte? Diese Worte, yeah. Die sind meine, mein, my own. Say it in sind English. Mein. Say it in English. These words are my own. Also, diese Worte sind mir allein, sind mir, nee, sind, ja. Das muss ja irgendwie hinkriegen. Diese Worte sind gehören mir, sind, kommen von mir. Meine eigenen. Ja, das ist eine gute Idee. Meine eigenen. Diese Worte sind meine eigenen. Ja, das muss ja aber was auch so sein. Hey, diese Worte sind meine eigenen. Das ist aber doch scheiße. Ja? Also, da muss man schon Kompromisse machen. Da muss man sagen, diese Worte sind mir. And then from my heart flow. From my heart flow? Ja. Yeah. And how does it go further on? I love you, I love you, I love you. Okay, okay. diese Worte sind meine. From my heart flow. Ja. Wie soll man das denn übersetzen? Von meinem Herzfluss. Was? Das ist aber auch, das ist, it's not translatable. Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. It's too hard. Is that how hard it is for you to say? No, it works. I show you. Okay. Ich liebe dich. Nochmal. Diese Worte sind mir. Vor meinem Herzfluss. Let me try it, come on. I join you in the chorus, okay? Okay. Okay, fahr mal hier rüber zur Woo! Band. So, könnt ihr das mal spielen, bitte? Okay, so you start singing, okay. I join you. Come on. These words are my own. The combination D-E-M is who I am, is what I do, and I was gonna lay it down for you. I'm trying to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration, but it's not coming easily. Whoa, I'm trying to find the magic. Erstmal hier toll unsere Band, wie ihr das wieder gemacht habt. Oh, Wahnsinn. Ja. Sehr, sehr gut. So, dann hier, das ist die aktuelle Platte von Natasha Bedingfield, das Album Unwritten. Und da ist auch dieser Song mit drauf. So, dann habe ich gehört, du suchst einen Freund. Ja. Einen was Freund? Einen Freund, du suchst einen Freund. Suchst einen Freund, a sweet friend. Ja. Ja. You're looking for somebody. Yeah. You know, I'm not looking actively, but if he's there, then I'm gonna say no. So, what kind of guy you like? I like
Good looking. Good looking, okay. No, actually, what's important to me is the heart. The heart and the brain. Yeah, the brain okay. too. The brain is important. Oh, the brain is important. Yeah, a okay. connection. Okay. Yes, I have nothing to offer. So you don't have the heart, you mean, right? No, no. So you have the brain, but not the heart. Yes, I have the heart, but not the brain. Oh, okay. Yeah. Tut mir leid. Thank you very much for coming. Thank you. Good luck to you, and come back next time. Anytime. And then I, you know, I rehearse before I'm going to sing with you. Okay? Wonderful. Dann, thank you. Thank you very much for coming. Natasha Benning, vielen Dank.